Willkommen zu Teil 6 unserer Serie Frühling. Wir haben in den vergangenen 5 Teilen ja viel gezeigt, was man alles machen kann, wie man es machen kann. Ich hoffe, wir haben es einigermaßen richtig rübergebracht. Ich denke schon. Und da habe ich so gedacht, dass wir jetzt das Ganze nochmal Revue passieren lassen, uns nochmal durch den Kopf gehen lassen, was haben wir alles gemacht. Und Thorsten wird jetzt gleich loslegen und erklären, was wir alles verbaut haben. Wir haben mit unserem Gewächshaus, unserem Gartencenter angefangen. Das war von der Firma Busch. Das Gartencenter, genau. Genau, das Gartencenter ist eigentlich zwei Bausätze, so Zwei hattest Bäume, du, richtig, ja. genau. Wir haben eins fertig gebaut und das andere kann man als Freifläche nehmen oder man macht eben noch Man baut es fertig, man fertig. baut es fertig. Ja. So wie es aussieht, ist es eigentlich ganz okay. Dann haben wir die Zurüstteile genommen, auch von Busch, die für dieses Gartencenter notwendig waren. Auch diese Artikelnummern finden Sie jetzt neben dem Video. Dann haben wir, das war ja schon ein bisschen begrünt, du hattest Produkte von, Silhouette, Medinatur, das waren die Teile hier drüben. genau, gefolgt von Turf hier als ein Ja. bisschen Unkraut von Martin Wellberg, Ja. sowie hier die Sträucher ebenfalls von Wellbergs und Bitte. hier Das Unkraut. die Das. blühenden So, dann drehen wir das Grashalme. Ganze mal ein bisschen rum. Dann haben wir natürlich auch Produkte von Busch dabei gehabt, nämlich diese blühende. Dahlien sind es, glaube ich. Im Frühjahr. Also, Wen blühende Blumen. interessiert's? Wir sind Es schöne sind blühende Blumen und Blumen. blühende Landschaften, liebe Zuschauer. Auch die Topfpflanzen nicht zu vergessen, das, Richtig? was in den Töpfen drin ist, Ist ist wieder war von Miniatur, genau. Silhouette. So, das sind also ebenfalls wunderschöne Frühlingsblüher. Hier können also, ach so, und nicht zu vergessen, die Gartengeräte Ja, die kommen ja aus dem Ergänzungsset aus dem von Bosch. Ergänzungsset und nicht zu vergessen der Anhänger Sonderverkauf für Pkw hier hinten für 9. 999 Euro, ich weiß es Ja, noch. genauso und genauso dieser Gießkannen-Sonderverkauf pro Gießkanne 1,50. Also wie gesagt, Sie können hier Korrekt. richtig toll einkaufen in diesem Gartencenter. Das Einzige, was jetzt noch fehlt, sind Figuren. Figuren. Kommt gleich. So, das haben wir also hier gemacht. Das war unser Ausgangspunkt unseres vierteiligen Dioramas. Der zweite Teil war unser Marktplatzgeschehen. Wir rücken das mal ran und setzen jetzt was drunter, weil die müssen jetzt die Höhe ein bisschen ausgleichen. Nur Moment. zwei reichen. Frank, zwei. Zwei reichen. Zwei reichen. So. Denke ich. Hast Ja, du gedacht? habe ich so gedacht. Nicht ganz korrekt, So. aber fast. Das ist Doch. jetzt ganz Doch, komm. professionell, wie wir das jetzt machen. Ja, So. Also, im provisorisch. zweiten Teil haben wir eine kleine Dorflandschaft gehabt, Mittelpunkt Marktplatz und Marktgeschehen. Auch hier haben wir Teile von Busch Busch genommen. genommen. Keine Bausätze, in diesem Fall schon Fertig. fertig bestückte Blister. Richtig, wir erinnern uns dran, die waren, Sie erinnern sich, auf solchen rechteckigen Tafeln aufgeklebt. Wir haben Genau. das einfach runtergenommen und haben das individuell gestaltet. Du sagtest, wer also das nicht machen möchte und gleich so verbauen kann, es auch so verbauen. Genau. Wir fanden es so schöner, diese kleine Marktszene am Dorfkonsum, wo getratscht und gequatscht wird. Vor allen Dingen finde ich ganz toll, dass der Kollege hier frisch Fisch verkauft und auch in seinem kleinen, hier in diesem kleinen Behältnis schwarzer Kaviar ist. Ich sehe es. Nicht gekühlt, ich Nicht ahne gekühlt. Übles. Dann ist es kein schwarzer Kaviar, dann ist das was anderes. Ja, Ja, also, wie gesagt, diese Szene. Dann haben wir die Straße angepasst. richtig, genau. Dann haben wir Straßenpflaster genommen Von Juwela. von Juwela. Wir erinnern uns, Juwela, Keramikpflaster. Sehr schön strukturiert. Strukturiert, flexibel. Flexibel, nur Ja, nicht dehnbar. dehnbar, Und nein. biegbar. Doch, biegbar Ja, schon. biegbar Biegbar schon, wird. aber Also, nicht dehnbar in der Länge. Aber dafür gibt es ja die Kurven, wie man ja. hier sieht, kann man sie Ja, also ansetzen. das Pflaster passte sich also immer am Gelände an. Wir Genau. brauchten das nicht, es ist Flachland hier, es ist Brandenburg. So, dann haben wir das Pflaster natürlich jetzt mal schmutzig gemacht. Das gehört ja dazu irgendwie, also Mit ein paar gebraucht. Pastellfarben. Mit,
Mit den Pastellfarben, genau, ja. Dann erinnern wir uns und dann hast du zum Schluss das noch ein bisschen radiert, dass die Richtig. Oberfläche wieder ein bisschen rauskam und wo diese feine Strukturierung des Pflasters hervortrat. Wir haben es angepasst an das bereits vorhandene Gewächshaus bzw. Gartenmarktcenter, sodass hier also ein fast nahtloser Übergang zu sehen ist. Ja, und ich habe es nicht probiert, aber ich werde es beim nächsten Mal probieren. Ich denke, das ist sicherlich auch nicht ganz so schwer zu machen. Ist einfach. Beim nächsten Mal. Beim nächsten Mal. Beim nächsten Mal. Beim nächsten Mal. So, dann haben wir, wie gesagt, die Hinterhof, den Hinterhof gestaltet. Ein bisschen auch aus den Bausätzen von Busch war das, glaube ich, gewesen. Nein, das war von Noch, Entschuldigung. Auch diese Artikelnummer sehen Sie jetzt, wie man also diesen Hinterhof noch ein bisschen gestalten kann, noch ein bisschen Wäscheleine verpasst, Schubkarre, Klopfstange, Rasenmäher. Also alles, was man so machen kann, das ist, wie gesagt, ein kleiner Abriss. Man kann jetzt natürlich noch einen Spaten und einen Erdhaufen und was weiß ich alles reinbauen. Das überlassen wir dann Ihrer Fantasie. Aber es soll als Anregung gelten fürs Frühjahr. Und im Frühjahr gehört ja auch die Wäsche auf die Leine. Raus. Raus damit. Genau. So, docken wir es wieder an. Wir docken das mal wieder an, dass wir also wieder eine komplette Vorderansicht haben. Wir ziehen das mal ein bisschen zurück. Warte. So. Und so, jetzt ziehen wir das auch mal ein bisschen zurück. Genau. So ungefähr. So, dann haben wir, was mir eigentlich ganz viel Spaß gemacht hat, die Feldbearbeitung, was ja auch im Frühjahr ganz wichtig ist. Wir halten es mal ein bisschen höher. Die Kamera kann das, glaube ich, so nicht sehen. Die Feldbearbeitung gemacht. Wir haben eine Wiese angelegt. Wir haben zwei blühende Obstbäume gepflanzt. Wir haben verschiedene Wiesenpflanzen angelegt. Wir haben eine Begrenzung gebaut zum Markt, also mit Strauchwerk, Buschwerk. Und wir haben ein blühendes Blumenbeet angelegt, was also ja zur Feldbearbeitung auch gehört. Es gibt ja immerhin Städte, die machen sowas feldmäßig. Da habe ich gesagt, Erfurt ist da also die Blumenstadt. Also ist das eine kleine Hommage an die Stadt Erfurt, was wir hier gemacht haben. Ich habe dann mal von Busch die Margariten noch gepflanzt. Das war dann etwas mühseliger. Genau. Wir drehen das mal um. Die Pflanzreihen waren wiederum von Silhouette. Natur, ja. Ja, Natur. Wir haben da also verschiedene Pflanzen, blühende Pflanzen angebaut. Da ist wieder was abgegangen. Das kleben wir nochmal nach. Genau. Wir sehen also hier nochmal wunderschön die Margariten, von mir persönlich eingesetzt. Dann haben wir natürlich auch von der Firma Noch die Lasercut Minis eingesetzt. Diese Pflanzen, diese Wiesenpflanzen, die da überall wild raus wuchern und ranken. Wir haben wunderschön, jetzt nicht ganz zu sehen, unter den Bäumen auch die Farnpflanzen, weil ich gelernt habe, dass sind Schattenpflanzen. Schattenpflanzen sind. So, die haben wir ebenfalls eingebaut. Und zum Schluss haben wir am Ende, weil ja der Gärtnermeister ja Selbstversorger ist, eine Schweinerei angebaut. Das heißt also, ein kleines Schwein ist drin. Auch hier möchte ich dazu sagen, es sind jetzt alte Gebäude gewesen. Knapp 60 Jahre auf dem Buckel. Knapp 60 Jahre auf dem Buckel. Die machen eigentlich noch eine ganz gute Figur. Auch hier haben wir Hand angelegt. Ein bisschen, ja. Wir ein bisschen Hand angelegt. Den Glanz genommen. Genau. Und wir haben so ein bisschen Was auch die Schnelle so möglich war. Ja, so. Und dann haben wir zum Schluss noch wiederum den Ackerboden oder die Erde aufgebracht, damit das Ganze also auch ein bisschen natürlich sieht. Und dieser Ackerboden ist ja auch schön krümelig und sieht eigentlich richtig plastisch aus. Ja. Sieht schon aus. Ist dir noch was aufgefallen? Wir haben was hinzugefügt. Ach ja, das haben wir natürlich gemacht, als die Kamera aus war. Wir haben uns überlegt, dass wir eigentlich eine kleine Pfütze oder ein kleines Biotop da angelegt haben. Ja, ja. Das ist hier. Ja, jetzt sieht die Kamera. Jetzt haben wir aber nicht zwei Komponenten Zeug genommen. Nein, das hätte sich nicht gelohnt. Wir haben hier ganz einfach alles Kleber genommen. Für kleine, minimale Flächen kann man auch durchaus alles Kleber nehmen.
Das war mal ein guter Tipp. Merken Sie sich das aber mal. Nur für kleine Flächen, bitte. Für kleine Flächen. Und die kann man dann aber sonst auch sicherlich einfärben, oder? Doch, könnte man auch machen. Super. Kann man auch machen. Also, wieder was dazugelernt. Aber der Untergrund war ja schon eingefärbt. Also ja, da brauchen wir auch nichts mehr einfärben. Also, ja. Wir haben noch ein kleines Biotop angelegt. Wir setzen jetzt mal unser Part Nummer 3 hinten dran. Moment, wir müssen hier etwas leicht anheben, festhalten. So, damit wir den Niveauausgleich haben. Ja, so ungefähr. So, Sie sehen also, es fügt sich nahtlos ein in unser Diorama und nur fehlt eigentlich nur noch unser Obstgarten und die Gartenhütte, die wir jetzt zum Schluss gemacht haben im Teil 5. Die wollen wir Ihnen natürlich auch nochmal zeigen und Revue passieren lassen. Wir haben ja blühende Landschaften produziert. Ich halte es mal hoch. Ich hoffe, es bleibt alles drauf stehen. So, das ist also Teil 5 gewesen. Obstgarten, Weide, Gartenhäuschen und blühende Pflanzen. Wir haben ein Gewächshaus, Frühbeet, aufgestellt von der Firma Noch, einschließlich der darin befindlichen, ich halte mal jetzt ganz still, Pflanzen. Wir haben jetzt April und da blühen tatsächlich schon die Erdbeeren. Das soll passieren. Ja. Ja. Und was natürlich ganz toll ist, ich habe vorhin vom Rhabarberkuchen geschwärmt. Wir haben Rhabarberpflanzen, ebenfalls Lasercut Minis von vorgezogen haben wir die jetzt mal. Vorgezogen, wir haben einmal drauf gestülpt. Bisschen zu früh für das alles seinen Gang. Also ich mag Rhabarberkuchen. Und wir haben natürlich dann Büsche rechts und links angepflanzt. Wollen wir deine Adresse mal einblenden, dass wir eventuell vielleicht die ein oder andere Zuschauerin dir den Rhabarberkuchen zuschickt? Das machen wir dann zum Schluss. Okay, also wir haben also ein paar Büsche aufgestellt hier auf der linken Seite. Die Kamera müsste bitte nochmal leicht zurückschwenken. Ich habe festgelegt, das passt zum Rhabarber, Stachelbeeren, also herbe Sachen, auch Stachelbeerkuchen, Streuselkuchen. Können Sie gerne zuschicken. Also wir sehen schon, Sie sehen schon, man kann also schon im Frühjahr relativ viel ernten, wenn man das also auf der Anlage auch einbaut. Und Sie nehmen es uns sicherlich nicht übel, wir haben auch viel Spaß dabei gehabt. Merkt man, glaube ich. Hört man, glaube ich, genau. Ja. Und dann haben wir noch die Weide angelegt. Das war eine etwas fummelige Angelegenheit. Der Weidenzaun mit Batteriekasten und auch den Warnschildern, dass da Strom drauf ist, haben wir auch angelegt. Und das ist von der Firma Busch gewesen. Das war von Busch, genau. Von Busch kann man also da ebenfalls bestellen. Die Sträucher waren wiederum von Silhouette, oder ist das? Diese drei Sträucher, weiß, gelb, rot, waren von Silhouette. Diese vorne sind wieder von Martin Wellberg. So wie diese Blüten hier oder Blumen, die Pflanzen, Blumen, wie auch immer, die sind wieder von Silhouette. Ja, da haben wir einfach noch mal so ein paar. Wie auch die ganzen anderen Fasern. Ja, genau so ist es. Und hinten haben wir natürlich dann noch schon frisches Grün, was sprießt. Ich habe gesagt Frühzwiebeln. Was sagt der Kameramann? Schnittlauch. Wir hören Schnittlauch. Also der Kameramann sagt Schnittlauch. Wir einigen uns eine Reihe Zwiebeln, eine Reihe Schnittlauch und eine Reihe Mohrrüben. Ja, genau. So, also auch ein kann man also wunderbar machen. Wir haben Ihnen das ja gezeigt, dass man entsprechend den Untergrund wiederum vorbereitet mit diesen Acrylpasten von EK Interactive. Jawohl. Und dann haben wir mit einem Kleber einfach die Reihen vorgetupft, auch die Wege entsprechend. Genau. Sie haben das ja im Bild gesehen. Und dann wieder mit dem Grasmaster mal nachgeholfen. Greenkeeper. Jetzt ist es doch passiert. Jetzt hat das. Jetzt ist es doch passiert. Also der Greenkeeper. Mit einem elektrostatischen Gerät haben wir es gemacht. Ja, mit einem. Das war jetzt eine sehr neutrale Aussage. Also mit dem Greenkeeper haben wir es gemacht. Auch diese Sachen sind bei uns auf der Seite oder auf dem Portal natürlich erhältlich. Alles, was wir hier vorgestellt haben, liebe Zuschauer, möchte ich Ihnen sagen, gibt es auf dem Portal von Xtrain24 mit den entsprechenden, auf den entsprechenden Seiten zu erwerben. Somit passt das also wiederum nahtlos zusammen. Sie sehen also, wir machen da mal ein bisschen was drunter, dass die Höhenanpassung perfekt ist, damit wir jetzt, mach's mal bitte in die Mitte, genau, so. So, Sie sehen also, dass das hier also im Grunde genommen ein gesamtes Ensemble geworden ist, was wir hier innerhalb von 6 Teilen für Sie gebaut haben, um
als Anregung zum Nachbauen. Denn oftmals ist es ja so, weiß Modellbahner gar nicht, was es alles so gibt. Und wir haben halt uns gedacht, dass wir diese Dinge Ihnen mal zeigen als Anregung. Ansonsten auf unseren Seiten bei X-Train 24 finden Sie noch viel, viel mehr. Die Bestellnummern rechts und links neben dem Film, die brauchen Sie nur anklicken und schon kommen Sie zu diesen Produkten. Und dann finden Sie natürlich auch noch die anderen Produkte, die wir möglicherweise ja nicht verbaut haben. Also, es soll eine Anregung sein. Und das ist jetzt nicht das Schlusswort, muss ich dazu sagen. Nicht, dass Sie denken, jetzt machen Sie die Kamera aus und muss alles erledigt. Nein, jetzt kommt die Ausschmückung. Genau. Teil 6. Figuren. Figuren, Fahrzeuge, etc. Da gibt es ja auch noch einiges zu sagen über die Figuren und über die Fahrzeuge, die wir verwendet haben. Wir haben Firma Busch, glaube ich, haben wir dabei. Wir haben noch dabei. Traktor. So, und dann möchte ich gerne bitte mal das von hinten vorgereicht bekommen, die Fahrzeuge, damit wir das mal jetzt auspacken können und das Ganze lebendig zeigen. Wir können auch vielleicht auch mal in der Zwischenzeit erzählen, dass wir diese vier, naja, nicht ganz, das erste war ja ein bisschen vorbereitet, aber ja, diese vier Dioramen haben wir jetzt so in knapp 7 Stunden mitreden gebaut. Das heißt, manche Sachen sind noch leicht feucht. Mhm. Ja, das muss man dazu sagen, weil man, ich denke mal, wenn wir jetzt 24 Stunden später auf dieses Schaustück gucken würden, ist das alles, ist die Farbe leicht anders, ja, und ist besser vertrocknet und diese Glanzstellen sind weg. Genau. Das nur zur Information. Jetzt, so, jetzt haben wir unser Fahrzeug, jetzt haben wir das Zubehör, auf das Sie wahrscheinlich auch schon warten oder sehnsüchtig warten. Wir haben also ein paar ganz tolle Produkte ausgewählt. Mit was fangen wir jetzt an, Thorsten? Wollen wir mit der Kuhweide? Ist die Kuhweide, möchte ich gerne. Ja, dann mal los. Na, dann mal los. Die Kühe raus. Also, wir stellen jetzt auf unsere Kuhweide unsere Kühe. Nehmen wir das? Ja. Wir nehmen das andere auch. Das Fahrzeug können wir hier schon hinstellen. Ja, das nehmen wir auch. Jetzt ist das wieder richtig zu. Ja, wieder Tesafilm drauf. Wieder Tesafilm drauf. Haben wir wieder nicht aufgepasst. Nee, das hätten wir vorher lösen können. Ja. Was wichtig ist, die Figuren sollen Geschichten erzählen. Meistens sind sie ja so angelegt, dass das geht. Fangen wir mal bei unserem Gartencenter an. Ja? Die Kamera fängt das gerade ein. Sie sehen, das Gartencenter ist offen und es sind auch tatsächlich schon Leute da, die Schnäppchen machen wollen. Und was mich ganz besonders freut, ist eine junge Dame, sich unbedingt für meine 1,50 Gießkannen interessiert. Und hier sieht man zum Beispiel einen Herrn, der möglicherweise einen Pkw-Anhänger sucht, damit er also seinen Garten sozusagen auch schön machen kann, mit den eingekauften Waren dann mit dem Anhänger nach Hause fahren kann. Hier sind also so ein paar Situationen. Die junge Dame hier schreibt, macht gerade ein Handyfoto von dieser großen Terrakotta-Vase. Vielleicht muss sie das erst mit ihrem Mann absprechen, oder? Wer weiß. Sie sehen also im Zubehörprogramm, und das sind alles Figuren von Noch, die wir hier verbaut haben, das muss ich nochmal dazu sagen. Auch hier sind jetzt die Artikelnummern entsprechend gekennzeichnet und angegeben. Man kann also recht schöne, kleine, niedliche Situationen machen und das macht das Ganze auch hinguckenswert. Genau. Das Bauen ist das eine, aber es soll ja auch was Schönes. Die Szene lebt. Genau, es soll leben. Ja, dann haben wir natürlich auch, was für die Landwirtschaft wichtig ist, 2 Traktoren draufgesetzt. Traktoren sind ja eigentlich so das gängigste Transportmittel auf dem Land. Die Bauern, hier haben wir uns also 2 wunderschöne Traktoren mal ausgesucht. Der blaue mit dem blauen Anhänger, der wartet jetzt gerade, dass hier was verladen wird aus diesem Haus. Das ist gerade zum Verhandeln, der Fahrer ist nicht da. Diese Traktoren, die beiden, die Sie jetzt im Bild sehen, sind von der Firma Busch, können dort auch käuflich erworben werden. Und der blaue Traktor ist vom Typ Famulus. Die in der ehemaligen DDR groß geworden sind, wissen, was ich damit meine. Es waren also recht robuste Traktoren, leichte Traktoren, aber für fast alles zu gebrauchen. Farblich abgepasst natürlich auch der Anhänger hinten dran. Und ein noch schönerer Traktor ist, das ist der von dem Gärtner, von dem Gartencenter, mhm, der grüne hier vorne. Weißt du warum?
der verdient nicht so viel, weil er Sonderverkäufe macht. Also kann er sich keinen schicken, teuren Traktor leisten, sondern das ist ein Traktor vom Typ Pionier. Sagt dir das was? Nee. So, da haben wir es wieder. Aber jetzt habe ich was gelernt. Da haben wir es wieder. Ich habe was gelernt. Die Traktoren vom Typ Pionier wurden in den 50er Jahren gebaut. Ein Traktorenwerk, das sind IFA-Traktoren. Und die wurden dann später, oder die wurden ja zu Feldarbeiten ganz genauso eingesetzt wie zu Transportaufgaben, auch aus der ehemaligen DDR. Und die Pioniertraktoren wurden dann später konzentriert in den sogenannten MTS. Weißt du, was das ist? Nein. Das sind die Maschinentraktorenstationen. Das war dann die große Bodenreform. Dann wurden die Leute enteignet und konnten sich die Maschinen ausleihen. Und jetzt ist er als Oldtimer unterwegs für den Besitzer des Gartenmarktes, der jetzt neue Ware, neuen Nachschub, weil ja rege gekauft wird. Logisch. So ist die Geschichte. Glaubst du mir nicht? Doch, ich glaubte das. So, ja, und dann, liebe Zuschauer und liebe Modellbahner, haben wir natürlich auch Passanten auf der Straße, auch von der Firma noch, die also da, die junge Frau läuft da am Konsum vorbei, möglicherweise will sie auch zu diesem Obst- und Gemüse- und Fischmarkt. Wir haben auch hier hinten etliche Personen, die bereits rege einkaufen und fürs Wochenende sozusagen sich mit frischem Obst und Gemüse Fisch eindecken. Dann haben wir natürlich so hier hinten noch so einen ganz neugierigen Fotografen. Ich weiß jetzt nicht, was der dort macht, aber irgendwas scheint dem nicht zu passen. Der fotografiert da was. Vielleicht ist das die neue Geschichte vom Maschendrahtzaun. Wir wissen es nicht, aber auf alle Fälle ist der Mann ganz aufgeregt. Richtig. Richtig. Ja, so, wie gesagt, nochmal diese Marktszene. Dann kommen wir nochmal auf unsere Wiese mit den Blumenbeet und so weiter. Hier ist ein Einachs-Anhänger abgestellt worden, weil er möglicherweise jetzt beladen wird oder zu Erdtransporten. Wir werden sicherlich in Kürze mit den neuen Blumen beladen. Genau, ne? So ist es. Also irgendwie hat damit er wieder was zum Verkaufen hat. Ja, ja, der holt wahrscheinlich damit Nachschub. Und man sieht auch den Gärtner hiervon mit so diesen, das sind solche Einachstraktoren gewesen, wo die Anhänger eingehangen wurden. Ne? Da konnte man auch, glaube ich, andere Maschinenteile oder Bodenbearbeitungsgeräte dranhängen. Hier sehen wir ihn nochmal. Der ist jetzt schon fleißig unterwegs zu seinem Gemüsegarten, um Schnittlauch, Zwiebeln oder Mohrrüben zu ernten. Oder Rhabarber. Oder Rhabarber. Und das möchte er natürlich dann gleich auch in den Gartenmarkt bringen. Genau. Ja, dann haben wir eine ganz verrückte Szene. Hier sieht man einen Tiertransportanhänger und davor steht ein Bulle. Ein richtiger Bulle, also kein Polizist, sondern das ist hier ein richtiger Bulle. Und der will nicht auf diesen Anhänger. Sie sehen das. Und der Bauer hier hinten müht sich reglich ab. Der kriecht der Kuh fast in den Hintern. Er versucht, wie gesagt, diesen Bullen jetzt auf diesen Anhänger zu schieben. Das gelingt ihm offensichtlich nicht richtig. Weißt du warum? Nein. Kann ich dir sagen. Das war seine Lieblingskuh. Und die guckt jetzt ganz liebevoll, demütig nein, über den Zaun, dass ihr Liebhaber sozusagen jetzt weggeschafft wird. Ja. Es ist eine ganz traurige Liebesgeschichte. Tragödie. Es ist wirklich traurig, aber irgendwann muss ja der Abschied mal sein. Man sieht nämlich, die Kuh hat Nachwuchs bekommen. Zwei Kälbchen, und das ist ja heute auch so üblich, sind ja bei den Mutterkühen dabei. Das ist ja so eine neue Aufzucht. Und das ist ja auch Bio. Und die fühlen sich auch ganz wohl hier. Wie gesagt, außer der Kuh, die jetzt Liebeskummer hat. Aber der Kuh interessiert das nicht, die ist an der Tränke. Die trinkt derweil erstmal. Ja, das ist die Geschichte, die ich jetzt mir so ausgedacht habe. Was hältst du davon? Gut, können wir niederschreiben so. Können wir abhaken. Können wir so niederschreiben. Ja, liebe Modellbahnfreunde, ein bisschen Spaß muss auch dabei sein. Also man kann schon, wie Sie sehen, ein bisschen was draus machen. Ein bisschen Fantasie muss man haben. Die Figuren gibt es bei noch. Und noch viel mehr, habe ich immer gesagt. Also auch da mal bitte mit nachschauen. Und wie gesagt, auf X3N, auf unseren Seiten werden Sie da auch fündig. Alle Nummern, alle Artikelnummern finden Sie auf dieser Seite hier zu unseren Podcasts. Wenn Sie die Artikelnummern anklicken, kommen Sie auch auf alle Fälle auf die Teile, die wir hier verbaut haben. Und wie gesagt, Sie finden noch viel, viel mehr. Ja.
Da bin ich eigentlich fast fertig, ohne dass wir noch einen Trick loswerden wollen. Einen Tipp, einen ganz heißen, nämlich? Genau. Viele haben ja das Problem, wie bekomme ich eine Figur mit wenig Aufwand und wenig Klebstoff überhaupt zum Stehen, sodass sie auch recht stehen, sicher gesichert stehen bleiben. Ja. So, die Idee ist diese mit dieser Wäscheklammer, in diesem Fall aus Holz. Ja, wir spannen die Figur ein. Sie bekommt unten etwas Klebstoff an die Füße. Und wir stellen sie dann, ich nehme jetzt mal die Straße, und wir stellen sie einfach drauf. Und so bleibt sie aufrecht stehen. Und sobald der Klebstoff getrocknet ist, wenn wir Sekundenkleber nehmen oder irgendeinen anderen Klebstoff, nach Wahl, egal, Trocknungszeit beachten und dann die Klammer entfernen. Und die Figur bleibt gerade stehen. Die bleibt gerade stehen. Na, ist das nicht ein toller Tipp gewesen? Das können nur Profis. Also ich wäre jetzt nicht auf die Idee gekommen. Ich würde mich immer abmühen mit Pinzette und was weiß ich. Fünfmal, sechsmal und dann würde ich wahrscheinlich so einen dicken Hals haben, den Raum verlassen, wütend schreien, nein, machen wir nicht. Wir sind dankbar für deinen Tipp, lieber Thorsten, und natürlich auch dankbar, dass du mich angeleitet hast. Ich habe also was dazugelernt, also ich muss Ihnen wirklich sagen, mit Modellbau hatte ich noch nicht viel am Hut. Ich habe auch keine eigene Modellbahnanlage, obwohl mich das alles interessiert, aber ich finde das toll, was es für Produkte gibt. Das hat mich selber angeregt. Und sogar angeregt, was Eigenes zu bauen. Aber das machen wir später mal vor der Kamera. Du bist uns dann das fertige Gartencenter schuldig beim nächsten Dreh. Beim nächsten Dreh. Also diese Teile bleiben uns alle erhalten, liebe Zuschauer. Und jetzt zum Abschluss. Also ich muss das noch ein bisschen ziehen. Zieh du ruhig mal. Wir haben natürlich jetzt noch ein ganz besonderes Highlight Ihnen zu bieten. Auch Modellbau vom Feinsten, nicht vom Thorsten, sondern ein Diorama eines LPG-Hofes. Ist das richtig? Das wollen wir Ihnen jetzt mal zeigen. Wir bringen es mal bitte nach vorn, vor die Kamera. Das wollen wir Ihnen jetzt nicht vorenthalten. Da kommt auch der Kollege gleich und reicht es mir rein. Es ist also auch ein Kameramann von uns, der auch in Nürnberg immer fleißig dabei ist. Und jetzt zeige ich Ihnen mal was ganz Tolles. So sieht das aus. Das scheint, so wie ich das sehe, eine Traktorenausstellung zu sein. Wir sehen auch hier viele Traktoren von Busch, auch diesen Lanz-Mähdrescher zum Beispiel. Schlepper- und Traktorentreffen steht hier, sehe ich gerade. Man sieht den Lanz-Bulldog, wie er diese Dreschmaschine antreibt. Wir haben Lanz-Bulldogs stehen mit so einem Schäferwagen. Wir haben auch moderne Maschinen hier stehen, die untergestellt stehen. Die Halle scheint auch vom Busch zu sein. Ja, wir haben einen ZT300 mit einem Doppelachsanhänger, der ebenfalls gerade einen Oldtimer-Traktor bringt. Und wir haben natürlich auch hinten die modernen von Viking. Von Viking? Ah. Nein, ich meine jetzt die sind alle von Viking, ja, die modernen. Okay. Also, wir sehen also hier, das ist auch Modellbau vom Feinsten. Und das hat unser Fred gemacht, der bei uns auch Kameramann ist, der auch hier hinter der Kamera gestanden hat. Und das wollte bei Ihnen natürlich nicht vorenthalten. Soll auch Anregung für Sie sein. Auch unser Fred hat sich inspirieren lassen und hat mit uns auch fleißig hier schon einiges so diskutiert. Aber schauen Sie sich diese Szene mal an, und das ist doch ganz toll. Er hat es auf einen Hartfaserplatte, ich drehe das mal um, kann man das umdrehen? Ja. Eine Hartfaserplatte montiert, hat praktisch eine Betonfahrbahn aufgeklebt. Das ist wahrscheinlich dann auch Bausatz. Auch von Busch eine bausatzmäßig ebenfalls zu bekommen. Und wie gesagt, diese vielen Traktoren und diese Ausstellung, also eine ganz tolle Idee und auch ein Highlight auf jeder Anlage. Ja. So kann das aussehen, wenn man sich inspirieren lässt und dann selbst mal seine Traktorensammlung mal ausstellen will. So. Und auch diese Teile, die Sie hier sehen, finden Sie auch auf den Seiten von X-Train, das ist doch ganz klar. So, jetzt haben Sie sich hoffentlich satt gesehen oder nicht genug satt gesehen. Es finden wir schön. Wir danken dir, Fred, dass du uns das mitgebracht hast als Kontrastprogramm
zu dem etwas stilleren Landleben, was wir hier gebaut haben. Ja, Thorsten, sag was, ich bin am Ende. Ich auch. Es war ein schöner Tag mit euch. Ja. Und ja, ich bin froh, dass du auch diese Sachen so wunderbar unter meiner Anleitung gebaut hast. Und ja, wir können gespannt sein auf weitere Themen demnächst, denke ich. Ne? Also es kann jeder machen. Ja. Ich als Anfänger habe das auch gebracht. Klar hast du mir ein bisschen was gesagt dazu, aber immerhin, ich finde es eigentlich gar nicht so schwer. Punkt, aus und das war's. War zum Sonntag. War ein super Tag. Wir bedanken uns ganz herzlich für Ihr Interesse. Wir haben Ihnen 6 Teile Modellbau vom Feinsten gezeigt. Für jeden war was dabei. Wir haben das Thema Frühling verarbeitet. Und wie gesagt, auf Xtrain24 finden Sie noch viel, viel mehr zu diesem Thema. Und dann freue ich mich schon auf die nächsten Podcasts, die wir machen werden im Bereich Modellbau oder auch Technik. Und da würde ich mich freuen, wenn Sie wieder dabei wären. Wenn Sie Fragen oder Anregungen haben zu unseren Themen, die wir hier verarbeiten, dürfen Sie uns gerne schreiben. Die E-Mail-Adresse ist eingeblendet. Nutzen Sie die Chance, wir machen das. Und ansonsten freuen wir uns aufs nächste Mal. Genau, dann sehen wir uns wieder. Der Thorsten Ströver und der Frank Buttig sagen danke. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss.